Im Zweiten Weltkrieg wurden ca. 2,7 Millionen Tonnen Bombenlast über Deutschland abgeworfen. Viele davon sind nicht detoniert. Schätzungen zufolge sind etwa 250.000 Blindgänger bis heute unentdeckt. Auch mehr als 70 Jahre nach Ende des Krieges werden immer wieder Menschen durch Munition vergiftet, verletzt, verstümmelt oder getötet. Das wollen wir verhindern. Das Entschärfen ist gefährlich, weil es eine Vielzahl verschiedener Zündertypen gibt, deren Zustand mit der Zeit immer labiler wird. Und chemische Zündsysteme können jederzeit auch ohne äußere Einflüsse auslösen. Wir haben in Deutschland viele Ballungsgebiete, wie zum Beispiel das Ruhrgebiet, in dem extrem viele Bomben abgeworfen wurden. Gerade in diesen Flächen gibt es eine mit Sicherheit hohe Zahl an noch nicht gefundenen Kampfmitteln. Die Suche nach Kampfmitteln, deren Feststellung und Bergung verlangen besondere Sorgfalt und verantwortliches Handeln. An die ausführenden Unternehmen, ihre Mitarbeiter und an die technische Ausstattung werden daher außergewöhnlich hohe Anforderungen gestellt. Jedes Kampfmittelräumunternehmen, was mit dem RAL-Gütezeichen ausgezeichnet ist, garantiert höchstmögliche Qualitätsstandards in der Kampfmittelräumung. Das schafft ein Maximum an Sicherheit für alle Projektbeteiligten und die umliegende Bevölkerung. Durch das RAL-Gütezeichen ist für öffentliche Auftraggeber direkt zu erkennen, dass der Leistungsumfang des Kampfmittelräumunternehmens weit über das gesetzliche Maß hinausgeht. Dieses Güteversprechen ist wohl einzigartig in Deutschland.